der mich wieder wegbringt von eigentlichen. Ja, ich glaube, ich komme hier nie wieder raus. Sieht alles so gleich aus. Jetzt gerade voll krass, das ist ein riesen Höhensystem. Mal im Kreis laufen bitte. Okay, jetzt wird's interessant. Am besten die spult vor. Ich habe keine Ahnung, wie ich hier rauskomme wieder. Lass mich hier raus. Die Musik klingt irgendwie gerade leicht weihnachtlich, was mich gerade etwas verstört. Versuchen wir hier unser Glück. Ich wäre schon froh, wenn ich den Weg finden würde, den ich reingekommen bin, aber irgendwie... Licht! Naja, Licht... Himmel! Himmel! Wir gehen mal da hinten hin. Also unterirdische Kreaturen sind es nicht. Wann werden die Dinge nicht mehr angezeigt? Wir wurden doch damals mit einem Zeichen markiert. Was? Hier war was? Hier war was. Ich würde wahrscheinlich drauf treten und erst dann merken, dass ich eine neue Kreatur habe. Wahrscheinlich wieder so eine mega kleine Viecher. Gut, weiter geht's. Gucken mal. Ich bin nur gerade jetzt wirklich am Überlegen, ob ich das in der Tat umsetze, weil wir brauchen ja auch Kantium oder wie auch immer das Zeug heißt. 5 Minuten. Ach, ist das alles doof. Na toll, jetzt ist das auch noch so eine blöde Rassendingens hier, Sprache. Radradatsch und so weiter, was kein Mensch mehr braucht. Naja, vielleicht Viking oder so, aber das war's. Das ist auch eine Korvax-Tafel, also bringt mir gar nichts. Grelles Licht bricht aus der Antikmarkierung hervor, es umschließt mich und taucht meinen Verstand in die Erinnerung und Stimmen der Korvax-Echo. Träume der Entitäten, die hier einst ihre Götter angebetet haben, werden die meinen. Oh je, die Gag nutzen die Technologie der Korvax, um Welten zu erobern. Diebe, Despoten, falsche Herren über die Macht der Unsterblichkeit und die Unendlichkeit. Alle, die sich ihrem Willen widersetzen, gingen unter. Die Waagschalten neigen sich in Richtung Dunkelheit. Dies war die letzte Zeit. Dies war die Zeit der Trennung. Der unlogischen Mistkarten. Gag, ne? Klein aber hoch. Klein aber hoch. Man wissen, wie die Korvax wächst. Föderation. Ja, ich würde sagen, ich mache mich auf den Weg zum Raumschiff. Die Planeten werde ich mal für mich irgendwie in einer ruhigen Minute, vielleicht am Wochenende, abgrasen. Oder jetzt am Mittwoch, wenn die... Nee, am Mittwoch werde ich Benennung machen. Alla, wartet mal. Das muss ich mitnehmen. Am Wochenende werde ich Benennung machen und... Nein, am Mittwoch werde ich Benennung machen, am Wochenende vielleicht die Farben rund in... Also alle, die in meinem System liegen, abgrasen, was jetzt Tiere angeht. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir zum Beispiel kein, wie sagt man, atomar bzw. radioaktiv verseuchten Planeten uns haben. Plutonium! Ah,
warum werden die nicht mehr angezeigt? Das ist doch total blöd. Habe ich den falschen Scanner drin oder so? Hat jede Erweiterung des Scanners eine Funktion? Dass der eine halt die Sprachdinge erkennt? Das ist merkwürdig. Warum? Brauchen wir das? Ah, mir ohne Ende. Einmal hoch hier. Scheint hier optimale Lebensbedingungen für Tamium zu sein. Also für die Tamium-Pflanze natürlich. Das ist doch schön. Tut mir leid. Die Pflanze hätte mir nur wieder wehgetan. Kann ich nicht zulassen. Was ist denn das? Ist auch egal. Ich kann schon wieder nicht laufen. Jetzt. Warte, Plutonium. Ach komm, scheiß drauf. Wir gehen zum Schiff. Die Sache ist ja auch die, dass ich das ganze Zeug noch durchrennen muss und alles. Leider findet mein Arbeitgeber das nicht sonderlich lustig, wenn ich too late komme. Halt diese Woche Spätdienst und morgen meinen freien Tag. Es kann auch sein, dass ich heute eine Nachtschicht einlege, um das Ganze zu benennen, noch eine zweite Aufnahmerunde zu starten. Ich muss mal gucken. Weil wie gesagt, letzten Endes ist wichtig, dass ich innerhalb von 2 Wochen das schaffe, was ich mir vorgenommen habe, damit Ruhe in mein Leben einkehrt. Also alles aufdriesel, die Kommentare beachte wieder. Vielleicht auch für mich den ein oder anderen Stream ruhig absorbierten Nährstoffe. Einfach ganz spontan mache, sodass es nicht alles verloren geht. Jetzt laufe ich auf eine Ebene zu, wo es Viecher gibt. Voilà. Nicht zu knapp. Vielleicht finden wir ja hier noch die letzten Überlebenden. Wirklich nicht zu knapp. Guckt auch nicht mehr im Himmel, ne? Also kann genauso gut Flieger unterwegs sein. Vor allem, wo ist mein Schiff? Ist irgendwie kommt. Ach nee, geradeaus. Okay. Komplett aus den Augen verloren, wollte ich gerade sagen. Aber nee, nee. Halt, den nehmen wir noch mit. Noch haben wir ein bisschen Platz. Die nehmen wir noch mit. So viele Viecher, aber alles dieselben, ne? Ich meine, zwar hier 6 insgesamt, ne? Aber dass wir wirklich nichts weiter finden, ist es echt hart. Warum seid ihr so klein? Ich kann mich daran gar nicht erinnern. Nur, dass es hier große Viecher gab, aber gut. Alles vor. Und jetzt, wie gesagt, glaube ich, dass mittlerweile jeder Planet irgendwie sowas in der Richtung hat. Den lassen wir außen vor. Die beiden nehmen wir auch noch mit. Die jetzt gerade mal wieder nicht angezeigt werden. Mal fix den Warpkern aufladen.
Und dann werden wir mal einfach in die nächste Galaxie fliegen. Wir haben. Ja, noch eine halbe Stunde haben wir noch Zeit. Also, das heißt, reinfliegen werden wir auf jeden Fall. Und insofern. Sache, man kann die im Schiff stecken. Das ist natürlich interessant. Serie. Ja, damit hätten wir dann jetzt. Und jetzt fehlt Antimaterie. Warum bleibt denn? Kann ich es natürlich nicht. Da komm schon. Ah, jetzt fehlt Elektronendampf. Okay, das heißt, ich muss wieder zurück. Elektronendampf. Elektronendampf. Antimaterie. Na komm schon. Ach, da fehlt jetzt wieder ein bisschen Zink. Na gut. Egal. Das heißt, wir können jetzt auch. Jetzt fehlt wieder Tarnung. Egal. Wir verlassen mal die Galaxie. Und wir gucken mal, ob ich jetzt den Weg finde, den ich vorhin geflogen bin. Scheint der gleiche Weg zu sein, ne? Region, vier Planeten. Ich habe jetzt gar nicht gesehen, ob da überhaupt jetzt überhaupt mein Name drin stand. Na gut, aber egal. Ein Traumschiff. Die längste Reise freigeschaltet. Komm schon. Warum ist denn hier so eine Party auf einmal? Schlacht entdeckt. Gut, wollen wir mitmischen? Gerne. Wow. Gott, ich fliege rückwärts gerade. Du treff doch. Gut, den haben wir. Oh Gott. Das Schiff ist gerade unberechenbar. Es fliegt einfach nur rückwärts. Was wäre denn? Ja. Ist ja gut. Und der ist weg. Wieder zwei. Okay, das ist heftig. Oh Gott. Kanone! Den habe ich nicht zerstört, aber vielleicht zählt es ja trotzdem. Einer muss noch. Da. Schon wieder. Meine Fresse. Macht also doch Sinn, ein bisschen Eisen zu farmen. Schön. Boah, jetzt kommt das Ding auch noch hier rein. Was zum Henker war das denn gerade? Ach, das Signal. Ja. Huh. Reisemeilenstein entdeckt. Erreicht. Entdeckt. Ja, von mir aus auch entdeckt. Oh mein Gott. Was haben wir denn? Pionier. 30 Mal geworbt. Oh, da haben sie jetzt aber was geändert, ne? 60 Raumschiffe zerstört. Sind wir immer noch nicht fertig. Wir fangen mit dem Mond, glaube ich, an, ne? Danach nehmen wir uns hier diesen richtig geilen, meeresähnlich aussehenden Planeten. Aber wir fangen mit dem Mond an.
Es ist einfacher, vom Mond auf den Planeten zu fliegen, als vom Planeten auf den Mond. Wenn der sich nämlich auf der anderen Seite vom Planeten befindet, dann haben wir ein Problem. Und so sind wir ein bisschen schneller, glaube ich. Aber trotzdem 50 Sekunden, Alter, der Planet ist direkt vor der Nase. Aber das sind halt die Dimensionen im Weltraum, glaube ich, ne? Aber das ist echt krass. Umikashin Algor. Umikashin Algor. Vor allem weiß man jetzt dann ungefähr, wo wir sind, in welchem Sonnensystem. Wie gesagt, ich werde jetzt mal auf alle gucken, ob wir toxische Planeten, nein, nicht toxische, radioaktive Planeten haben oder Monde. Wie gesagt, der Weg ist ja vorgegeben für das Weltraumzentrum Gedöns. Kurz gesagt, ich kann jetzt auch diesen Planeten suchen, den ich brauche und dann später für mich zum Beispiel die Tiere entdecken gehen. Ist für euch, glaube ich, auch ein bisschen spannender, als wenn ich stundenlang auf dem Planeten rumirre. Andersrum gehört es zum Spiel dazu. Normalerweise müsste ich es mit ablichten, weil das ist Zeit, die mir ja natürlich, wenn ich offscreen arbeite, im Let's Play fehlt. Ne? Also man muss halt abwägen. Man muss abwägen. Das ist genauso wie mit der Benennung. Erstmal überhaupt, wer welche Kreatur zugeschrieben bekommt, wie sie heißen sollen. Das ist, ja, Zeit. Alles Zeit. Schon wieder mit Kratersystem. Okay, das sieht jetzt gerade sehr futuristisch aus, muss ich sagen. Hier voraus. Standard, häufig, reichhaltig. Hier oben auch kein... Ach, komm schon! Was ist das? Hättest du nicht lieber einen von den Kleinen hier fressen können? Hör ich das mal an, bitte. Sehr viele hundeartige Kreaturen. Wenn ich fertig bin mit dem Krater hier, habe ich alle Kreaturen entdeckt, glaube ich. Scandal. Wäre natürlich schön, das würde eine Menge Zeit und Arbeit sparen. Komm her hier. Oh Gott, was war das andere denn eben gerade? Eine Schildkröte? Nee, das ist derselbe. Geil. Das sind wahrscheinlich alles Männlein, Weiblein. Ich bin gespannt, wie viele das sind, wenn ich jetzt hier mit dem Scan fertig bin. Natürlich. Gut. Really? Ernsthaft? Es fehlen nur noch zwei? Ich würde sagen, guck mal da hinten. Ja, sehr schön. Gut versteckt. Wollte eigentlich den dahinter haben. Aber ich glaube, der gehört zu dem Typen, der hinter mir steht. Ich nicht. Ja, das war jetzt, das war krass, muss ich jetzt echt mal sagen. Ach, das war doch noch ein Fremder. Ich bin nur noch einer. Sind wir denn nicht auch noch hier im Krater? Jetzt ernsthaft? Ich bin gerade etwas, sprachlos. Das war die schnellste Scanaktion auf einem Planeten, die ich hatte. Mit Abstand. Und der Planet ist einfach nur mega heiß. Gucken wir nach, was es da Seltenes gibt. Müssen es natürlich früher oder später mitnehmen. Was hat mir jetzt eigentlich gefehlt? Hier ist noch eine Warp-Zelle. Nehmen wir die erstmal rüber, ne? Genau. Wenn ich jetzt rüber gucke, auf das Schiff, müsste die gesteckt sein, ne? Ja, okay. Also das heißt, ich kann 5 Warp-Zellen aufeinander legen. Mal gucken, was hier drin ist. Perfidium. Sieht toll aus. Vor allem diese blauen Dinge. Ramium ist da oben. Ja gut, ich muss auf jeden Fall noch ein bisschen rumrennen, um diese Perfidiums zu finden.